Weiter geht es beim FPV Air Masters im Messekongress Graz. Im nächsten Heat treten folgende Piloten gegeneinander an: Matthias Müller von den Gate Eaters, Michael Pallinger aus Niederösterreich, ebenfalls Gate Eaters, Anur Nakisov von FPV Racing Graz. Mit 1,5 Meter Torbreite auf 4000 Quadratmetern haben wir es hier mit einer relativ anspruchsvollen Strecke zu tun. Die größte Herausforderung liegt sicher beim Turm, bei dem ein sehr enger Immelmann-Turn geflogen werden muss. Michael Pallinger drängt sich beim Start an die Spitze, dicht gefolgt von Anur Nakisov und Matthias Müller. Müller kann überholen. Die Piloten passieren den Turm. Wunderschöner S-Bit von Nakisov, mit dem er die Führung übernimmt. Holt Nakisov hier ein. Nakisov wieder vorne. Er setzt am Boden auf und stürzt in den Turm. Dieses Überholmanöver war wohl zu gewagt. Doch da kann er recovern. Allerdings 4 Sekunden Rückstand, ob er das wieder gut machen kann. Müller an der Spitze. Dicht gefolgt von Pallinger. Pallinger kann hier überholen. Wieder Müller. Die Piloten fliegen den Turm immer enger. Was für eine Kopterbeherrschung. Michael Pallinger übernimmt hier. Müller. Was für ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die beiden Gate-Eaters liefern sich eine Luftschlacht sondergleich. Nakisov hat sich inzwischen wieder knapp an die beiden herangearbeitet. Niemand hätte das hier wohl gedacht. Pallinger an der Spitze. Wieder Müller. Pallinger. Nakisov überholt Müller. Müller hat einen Pfosten des Turms getroffen, kann aber gleich recovern. Ob er das wieder einholen kann. Müller kann sich wieder an die beiden heranarbeiten. Und übernimmt die Führung. Nakisov wieder an erster Stelle. Und da crashen die beiden Gate-Eaters aneinander. Nakisov an der Spitze ist ebenfalls gestürzt. Alle drei Kopter nun auf dem Boden. Müller kann recovern. Nakisov und Pallinger sind down. Müller fliegt durchs Ziel und hat das Race für sich entschieden. Was für ein spannendes Rennen auf dieser beinharten Strecke. Eine hervorragende Leistung aller Piloten. Neue Höchstgeschwindigkeiten wurden erreicht und viel Equipment wurde wieder vernichtet. Matthias Müller konnte sich bei diesem Fun Race als Sieger durchsetzen. Das war's von uns aus dem Messekongress Graz. Das nächste FPV Air Masters findet in Form eines FIE World Cups am Red Bull Spielbergring statt, im Rahmen der E-Mobility Playdays am 29. und 30. September.